Oh, du lieber Augustin, 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 oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Mr. Shorty, der türkise Orangelkaktus ist Geschichte, politisch doch sehr früh mit 35 Jahren verblichen. Dem Verwesten noch grün hinter den Ohren folgt nun sein treuer und geblümelter Laptop, Danilo Kuna alias der schöne Gernot, auch Blümel genannt. Als nächstes schleicht sich die Gundelgauke leider Innenpolitik, Eli, die Ahnfrau Köstinger. Überbleiben wird politisches Kanonenfutter, ahnungslose, chaoten, hirnlose, machtlose. Österland ist eben abgebrannt. 4 Jahre regierten türkise Parvenüs das Land, fuhren es an die Wand, spalteten das Volk, führten uns wie einen Selbstbedienungsladen. Österreichs Regierung gleicht nun einem Laufhaus, viel eher einem Stundenhotel. Auf Kurz folgt Schallenberg, auf Schallenberg folgt der nächste Lückenfüller, auf den Lückenfüller folgt die Abwahl. Diese Regierung ist ein Taubenschlag, die Politprostituierten kommen und gehen. Das Erbe dieser Bagage, Schulden wie noch nie, ein polarisiertes Volk, eine eingesperrte Gesellschaft, entrechtete Bürger. Das Türkise wird ausradiert, es taucht die alte, schwarze Tante ÖVP wieder auf, exhumiert 3 Meter unter der Erde. Rosige Aussichten, all das, weil sich infantile Buckelzwerge einbildeten, ein Volk zu führen. Lang lebe Österreich.